Milch. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu einer Folge Sturm to the Top, 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 the Top, the Top, the Top. So, nach wie vor ist das eine Vorproduktion. Ich bin Millionen Videos gerade nebenbei am machen. Kann sein, dass ich jetzt gerade wieder mal einen Platz nach unten bin, einen Platz nach oben bin. Wisst ihr ja schon, dieses Format vorzuproduzieren ist wirklich eine Schizzle-Rizzle. So, wenn euch das aber dennoch gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns gleich beim Ranking wieder und dann danach in drei Runden. Und dann ist es wieder viel zu spät und kaum noch einer spielt. Immer mit den gleichen Leuten in den gleichen Runden. Ich bin ziemlich schlecht. Und dann geht's nochmal das Ranking, dann natürlich die Fails dieser Aufnahmescheiße. Von daher, los geht's. So, wir sind auf Platz 258, haben 80.760 Punkte, 1.808 Kills, 533 Death, eine KD von 3,39, 770 Spiele gespielt und davon 223 gewonnen und eine Siegeswahrscheinlichkeit von 28,96% leider nur noch. Dennoch viel Spaß bei der ersten Runde jetzt. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde. Das Nick-Tool klappt leider nicht, deswegen tut's mir leid, dass jetzt der Chat wieder voll gespammt wird mit lieblichen Kommentaren. Nach wie vor, wisst ihr alle, spiele ich das Spiel, um zu spielen. Ein Spiel, das spielt man halt, und nicht um eben mit euch zu chatten. Dafür gibt's andere Formate, wie zum Beispiel einen Livestream oder so. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Das soll auch in keinster Weise in irgendeiner Form arrogant oder sonst was klingen. Ist nun mal leider Fakt. Hier, so, okay. So. Perfekte Mente. Kurz mal nicht rasiert. Ich habe, wie gesagt, ich bin dann immer auch so kritisch dem gegenüber. Ist das jetzt wirklich so? Ist das jetzt so, weil die mich gewinnen lassen? Oder werde ich dann gefokust? Ich bin immer bei wenn ich nicht genickt bin, so kritisch allem gegenüber, weißt du? Das ist dann immer so mein Ding. Ja. Nach wie vor probieren jetzt auch wieder ganz viele Leute ein Gespräch zu etablieren. Nach wie vor, ja, auch ein bisschen kritisch. Gerade eben tat mir das übrigens auch im Herzen weh, dass ich den netten Waffelskin-Mensch töten musste. So, nochmal einen weiter. Da war auch gerade ein Bogen bei. Willst du mich verarschen? Ich glaube, da will mich jemand verarschen. Oh nein. Oh nein, da schreibt jemand meinen Namen. Wie soll ich drauf reagieren? Eigentlich müsste ich immer irgendwas machen, wenn jemand einen Namen schreibt oder so. Irgendwie, damit man das mal ausstellt. So, ich weiß ja, dass es super süß ist und nicht böse gemeint, aber es ist einfach tatsächlich auf eine Weile hin dann doch gesehen, ab und an sehr, sehr stressig für jemanden, der einfach nur normal spielen möchte, weil halt eben gerade, ich habe das ja auch schon mal gesagt in der Zeit, als das Nick-System tatsächlich nicht ging, wirklich dir das Spielergebnis verzerrt werden kann, weil es dann eben Situationen gibt in einem Deathmatch, wo die Leute eben bewusst mir Sachen hinwerfen oder eben auch bewusst dann sagen, Hauptsache ich kill ihn, weil das kommt ja dann ins Video. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber machbar. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt mal ins Deathmatch. Das ist unter anderem nicht die erste Runde, bei der ich heute an Nick war. Dementsprechend spreche ich auch heute hier leider wieder aus Erfahrung, dass man ab und an dann ein bisschen sehr krass auf die Schnauze kriegt, wenn man an Nick hier durchspielt. Aber keine Ausreden. Wie gesagt, ich habe momentan wirklich so, auch privat, so einen Wurm drin irgendwie in dem ganzen Format. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich läuft alles super und lief auch immer alles super. Tatsächlich habe ich aber seit einer Weile, das habe ich ja schon in der letzten Sturm to the Top Folge gesagt, ein Problem mit QSG bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht woher. Aber tatsächlich läuft es nicht mehr so gut wie am Anfang. So, jetzt hier ein bisschen entsorgen. Kann man ja auch mal machen, ne? Da kann man mal ein bisschen wenigstens sich. Yo! Okay, perfekt. Nochmal kurz vom Deathmatch abgeräumt. Einer raus zumindest. Da wird die Challenge schon mal ein bisschen. Okay. Irgendwie, wenn man mal den Griechen merkwürdig bewegt. Okay. Da bin ich natürlich ungünstig gespawnt hier gerade. Das ist natürlich doppelt und dreifach ungünstig für mich. Im besten Falle. So.
perfekt. Er schreibt nach wie vor meinen Namen. Helfe dir. Zum Beispiel totaler Bullshit. Verstehe nicht warum. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf dich, weil eine Hilfe möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte auch nicht mit dir teamen. Wie ihr recht seht, wir sind teamen verboten. Deswegen schieße ich jetzt erstmal natürlich auf ihn. Helfe dir. What the fuck? Natürlich nur nett gemeint, aber jeder, der vernünftig in der Birne ist, spielt einfach ganz normal QSG. Muss nicht die ganze Zeit in den Chat spammen, was abgeht. Und spielt einfach ganz vernünftig. So wie immer. So, gucken wir mal, ob wir einigermaßen an ihn rankommen, denn tatsächlich war er mit dem Bogen ein bisschen besser als ich. Der macht immer so komische Sachen. Jetzt erstmal auf ihn. Tatsächlich für diese Hilfe-Kacke. Gerade eben. Aber ich fühle mich so schlecht, weil er wollte mir helfen. Jetzt bin ich da so negativ gegenüber. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Kann ich ihn mal treffen wenigstens auch dann? So, komm. Oh, warte. Oh nein, oh, ich bin so ein Idiot. Oh, ich bin so ein Idiot. Oh mein Gott, ich bin down. Ich bin so tot. 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 Ja, ich brenne auch halt viel zu lange, das ist das Problem. So, warte. Und da habe ich mich selber ausgeschaltet. Tatsächlich ist das aber, glaube ich, auch sogar die, oh mein Gott, wie viele Leute dann auch immer drin bleiben und noch was schreiben müssen. Schade, Leute. Wie gesagt, ich schreibe nicht zurück nach wie vor. Tut mir sehr, sehr leid, dass ich dann auch da bin, aber das ist so eine strikte Regel von mir, dass ich in Minecraft halt eben in den Spielen nicht zurückschreibe. Das werde ich auch nach wie vor zumindest in QSG so beibehalten und in dieser Serie. Wie gesagt, das war die erste Runde. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Selbstmord die vernünftigste Lösung war in dem Deathmatch, weil ich in so einer emotionalen beziehungsweise Zwickmühle saß, weil hätte ich den einen jetzt getötet, der mir geholfen hat, dann wäre er angepisst gewesen. Hätte ich den anderen getötet, wäre er auch angepisst gewesen, weil der eine mir in der Situation oder mehrfach tatsächlich geholfen hat. Er hat ja nie auf mich geschossen, immer nur auf den anderen. Von daher vielleicht der Selbstmord auch ein Sieg der Herzen in der ersten Runde. Irgendwie nehme ich da jetzt Positives mit. Gut, dann sehen wir uns in der zweiten Runde gleich wieder. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon zurück in der zweiten Runde. Schauen wir mal, das Nick-Tool funktioniert nach wie vor. Ich habe eine Mega-Stirn. Ich werde die ganze Zeit nur getötet, nur dumm gepuncht, nur dumm von der Seite angewichst und was weiß ich nicht was. Das ist mit ein Grund, warum mir das gerade überhaupt keinen Spaß macht. Gerade mit diesem Nick-Tool-Kaputt-Ding, was mich gerade schier zur Weißglut innerlich treibt, ganz ehrlich. Auch immer dann dieses Dauer-Kommentieren und was weiß ich nicht was dann immer abgeht und randig weggerotzt werden von der Side, Alter. Das ist zum Kotzen einfach, was abgeht. Wenn man sich nicht nicken kann, es ist auch unter anderem unglaublich schade, dass man dann wirklich diesen Drang nach einem Nick-Tool nach wie vor braucht. Also es ist für mich nicht möglich, zumindest nicht mit diesem Account, normal Minecraft mehr zu spielen. Okay, da ist jetzt gerade jemand, der mich nicht gesehen, zum Glück. Schauen wir mal. Ich muss mich jetzt nur ins Deathmatch retten. Ich habe meine Stats dermaßen versaut gerade, dank diesem Fehler nochmal. Also, wie gesagt, es lief ja schon bis dato nicht gut. Oh Gott, haben wir nochmal Glück gehabt. Es lief ja bis dato schon nicht gut. Muss mich sowieso gerade recken. Aber dadurch, dass halt jetzt teilweise, wenn ich hier rausgehe, mir 5-6 Leute hinterherlaufen, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Also, das werdet ihr in den Fails nachher sehen. Mega fun! Teilweise Kills reinbekommen und dann, das Ding ist halt auch immer, es bleiben, wie in der ersten Runde schon, tatsächlich dann immer Leute auch hier, die, dann auch immer noch alles kommentieren müssen oder dann noch GG und dann muss man sich immer doppelt und dreifach rechtfertigen, weil halt egal was man sagt, kein Schwein dann nochmal spielt. Okay. So, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder voll. Mal gucken, ob ich mir irgendwen greifen kann. Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eigentlich wieder im besten Fall. So, zurück. In die Höhle. Da oben war zwar gerade jemand, aber... Noch mal kurz in unsere Schmuse-Ecke, oh ja! Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe. Und das Schlimmste ist, dass ich gleich einfach zwangsweise noch eine Folge aufnehmen muss. Ich werde probieren, dazwischenzeitlich das Problem einigermaßen irgendwie gefixt zu kriegen, von irgendwem zumindest. Es ist der blanke Horror. Ich habe gar keinen Bock, gerade hier rauszugehen. Ich möchte gerade einfach nur ins Deathmatch. Ich habe jetzt das eben gemacht. Okay, er hat ein Bild auf der Gamescom. Das ist schön. Schön. Toll, freut mich. Ich hätte gerne mehr Bilder gemacht. Obwohl, eigentlich habe ich auf der Gamescom tatsächlich
jeden, der ein Foto wollte, der hat auch ein Foto bekommen. Und außer man hat sich nicht gesehen. Das war natürlich die Bedingung daran. Aber alle Leute, die ich gesehen habe, die haben natürlich ein Foto bekommen. Und Liebe. In was für einer Form auch immer. Nein, nicht in was für einer Form auch immer, das hört sich falsch an. In vielen legalen, erdenklichen Formen. So, Alter, das war knapp, okay. Das ist halt auch so ein Phänomen, sobald man nicht genickt ist, tendiert der geübte Minecraft-Spieler auch dazu. Natürlich ist alles, was passiert, im Chat zu verewigen, also sie auch mitzukommentieren. Falls ihr gerade zuguckt und das auch mal ganz gerne macht, wenn zum Beispiel ein YouTuber im Raum ist oder was weiß ich nicht was, wenn im Raum ist ein Livestreamer oder so. Ich glaube, ich spreche da für die Allgemeinheit, wenn es tatsächlich ein bisschen nervig ist. Okay. Gut, das spricht, glaube ich, für sich jetzt. Da oben wird es auch fleißig untereinander geprügelt. Ach, komm her. Muss ich mir natürlich jetzt einmal... hat er Pfeile? Keiner hat Pfeile. Okay. Okay. Da hätte ich ganz keine Pfeile gehabt. So, gönnen wir uns die doch mal. Tänzeln wir mal weiter ein bisschen rum. Haben wir die Moves wie Jäger. So. Oh Gott, nee. Na gut, das ist mir sogar höchstwahrscheinlich noch das Beste, was mir gerade passieren konnte. Kein Leben mehr, ich werde sterben. Ja. Ja gut. Das dazu, wie gesagt, es ist, ich freue mich gerade schon innerlich, dass ich wie viel danach immer abgeht. Mich macht das traurig, dass er dieses derbe Übergeltungsbedürfnis ist. Ich weiß es nicht. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Zumindest nicht gut. Ich glaube, ich werde jetzt die nächste Runde auch den Chat deaktivieren, weil ich glaube, das macht mich selber nur zu aggro aus der Hinsicht. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich in der dritten Runde. Und da sind wir in der dritten und hoffentlich mal finalen Runde. Es geht alles runter und drüber. Ich habe super schlechte Laune. Ich verliere die ganze Zeit noch. Meine Sets gehen gerade bodenlos in den Keller, dank diesem wunderbaren Nickfehler. Werde nur getötet. Nichts funktioniert ansatzweise. Dennoch müssen wir uns hier irgendwie durchquälen, denn ich kann morgen leider nicht mehr aufnehmen. Es ist super spät. Ich habe auch immer noch die gleiche Konstellation der gleichen Leute, die dann eben nach wie vor auch immer wieder ausruhen und den gleichen Schissel schreiben. Obwohl ich dann auch jeden Rundenanfang schreibe, dass ich nicht zurückschreibe, kommt dann trotzdem noch und immer. Das Einzige, was mich halt nervt, ist dieses so dableiben und super beobachtet werden. Ich mach das, also mag das nicht einfach. Natürlich muss man damit klarkommen, das weiß ich selber. Nach wie vor ist es aber dieser Luxus, den normalerweise dann das Nick-Tool gibt, der dann tatsächlich weg ist. Also dieses Unbeobachtete, jeder spielt normal. Keiner verändert die Spielweise in irgendeiner Form, keiner kommentiert die ganze Zeit im Chat, keiner wartet, bis man dann vielleicht stirbt und dann wird der ganze Chat vollgespammt mit, ah doch, hast du doch okay gemacht, war doch gut oder haha, du Lappen, was für ein Vollnoob der Spacken eigentlich ist. So, was halt einfach schade ist, weißt du, also es nimmt halt einfach unglaublich viel Spaß am Spiel. Generell, wenn man anlegt, durch diese ganze Situation geht, es verleitet mich halt so in... dem Modus, so wie jetzt eben oder so wie letzte Runde auch, dass ich dann nach wie vor eben mich nur in diese Ecken stelle und dann probiere, dass Leute zu mir zu kommen oder zu mir zu holen oder in diese Ecken zu locken, damit ich eben da meinen Vorteil ausnutzen kann und eben nicht offen durchs Feld streifen kann, wie ich das normalerweise dann ganz gerne eigentlich auch mache oder wie ich ganz gerne QSG spiele. Und es tut mir zum Verrecken leid und ich möchte an dieser Stelle sagen, es tut mir wirklich, wirklich unendlich leid, dass ich diese ganze Folge nur dieses Thema mit dem Nick-Tool thematisiert habe, aber es ist halt was dann eben diese Runden bewegt und wenn ich eben ohne Themen hier reingehe, ist es halt natürlich auch das Thema, was am ehesten von mir besprochen wird. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir hier noch einen Bogen haben, das haben wir. Ja. Wie gesagt, es ist schade, dass auch sich da so wenige anpassen können in so einer Community. Das finde ich immer sehr schade. Jetzt in der Runde geht es mal gerade besser, aber ich sehe, was passiert, wenn ich gleich sterben sollte. Was höchstwahrscheinlich der Fall ist, denn die letzten Deathmatches waren auch ein bisschen schwieriger, als uns zu bestreiten. Dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Hab ins Deathmatch, tatsächlich die letzte Runde. Nerven sind am Ende, 34 Minuten aufgenommen.
davon die Hälfte der Zeit nur diskutiert. So. Okay. Ich werde jetzt einfach nur kurz Klappe halten, mich probieren zu konzentrieren. Ihn vielleicht noch ein bisschen fokussen hier. Boah, also auf diese Distanz zu schießen ist auch echt das Dämlichste, was man machen kann. Habe ich halt selber immer gepredigt, mache ich halt trotzdem. So hat er mich hier im Fokus, okay. Schießt aber auch nicht bedeutend besser als ich. Alles gut. Oh, hallo? Wann bist du denn hier? So. Okay, jetzt habe ich natürlich gerade gut gefressen. Mal der Punkt, an dem ich vielleicht auch selber mal kurz zum Refreshment greifen sollte. Gut. Vielleicht, also wie gesagt, ich hantiere bewusst mit dem Bogen jetzt gegen den. Ist es jetzt nur noch das Einzige, was ich jetzt auf Distanz machen werde. Die kann man ja auch nutzen, sonst wofür sind Pfeile da, ne? Guck mal kurz. Ah, ein bisschen zu weit. Na. Bis ich dann tatsächlich irgendwo reinfliege. Na, wo geht er hin? Wo geht er hin? Wenn wir mal den normalen Laufrhythmus. So. So, jetzt mal wieder hier. Kann man tatsächlich ab und an mal ein bisschen üben. Sich so ein bisschen den Laub, also einen anderen Laufrhythmus als alle anderen anzueignen. Denn normalerweise gehen immer alle rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, und er kommt da jetzt. Und dann noch einmal vielleicht einen rein. Haben wir nicht. Gut. Ne, er hat mich. Tatsächlich kein Deathmatch gewonnen. Auch mal ein. Oh, wie dieser Chat abgeht. Ich mag gar nicht. Mal eine Runde ohne Sieg. Dementsprechend geschuldet. Was mich gerade ein bisschen nachdenklich macht, ist, also ich werde die Folge nehmen, ich bin damit tatsächlich unzufrieden, nicht weil ich glaube, ich hätte es genickt vielleicht besser machen können, aber dieses ganze Tohuwabohu darum mich sehr unruhig macht, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass ich gleich noch eine Folge Storm to the Top aufnehmen muss. Ich werde jetzt kurz warten, dass das wieder funktioniert im besten Fall, dass dann auch immer, halt, das ist jetzt die große Farce, dass immer noch Leute dann spielen tatsächlich. Momentan sind zumindest zu diesem Aufnahmezeitpunkt noch Ferien. Es tut mir maßgeblich leid, dass ich nur die Folge mich darüber beschwert habe, dass ich ja rumgeflamed habe. Das kann bei vielen schlecht angekommen sein. Es ist aber natürlich auch wieder für mich aus meiner Sicht dann ein Punkt, wo ihr das auch erleben sollt. Ich meine, das ist eine Serie, in der ich immer sehr, sehr ehrlich bin, auch gerade wenn ich so Fails zusammenschneide am Ende. Das ist ja normalerweise was, was YouTuber rausschneiden, beziehungsweise Runden, die nicht verwendet werden von vielen YouTubern. Und das ist natürlich auch was, wo ich dann ehrlich zu euch sein möchte im Thema, im Punkt zu Emotionen, wie es mir damit geht und wie man sich vielleicht auch dann in so einer Rolle fühlt. Ich meine, ich mache das Ganze auch noch nicht so lange mit YouTube in solchen Schuhen und nehme das gerne auch mal als Aufruf wieder mal an die Community. Ich weiß, im Endeffekt, es bringt nichts, so, wenn ich sehr ehrlich bin, weiß ich, dass es nichts bringt, weil es nach wie vor passieren wird. Ich kann es stückweise komplett nachvollziehen, dass man da vielleicht jemanden, von dem man Videos unterhaltsam findet oder sein Idol, dass man da, was weiß ich was, beides Punkte, wo ich nie sagen würde, das bin ich, von mir selbst zumindest behaupten würde, dass man da vielleicht nervös wird oder dann unbedingt Kontakt aufbauen will. Ich kann das nachvollziehen. Es ist aus meiner Warte, und ihr habt das gerade mitbekommen, einfach nur übertrieben nervig, aber. Und naja, tut mir leid, dass die Runde jetzt so ausgegangen ist. Wir gucken jetzt mal einmal auf die Stats, wenn euch der noch gefallen hat und ihr was vielleicht doch mit der Ehrlichkeit anfangen konntet, dann könnt ihr gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen und ansonsten muss ich mal gucken. Sonst wird die nächste Folge ein Ragefest. Denn wie ihr seht, wird hier auch nur noch ein einziger Server die ganze Zeit voll. Von daher viel Spaß jetzt beim Ranking und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bei den Fails natürlich nach dem Ranking. Aber erstmal hier, ciao. So, wir sind auf Position 255, haben 81.160 Punkte, haben 1.828 Kills, 544 Death, eine KD von 3,36. Wie gesagt, es wird nur noch schlechter. Ich werde die ganze Zeit weggerotzt. Ihr seht es ja gleich in den Fails und davon jetzt natürlich 101, also insgesamt haben wir 181 Spiele gespielt, davon 223 gewonnen. Nach wie vor, wie gesagt, das erste Mal
Sturm to the Top ohne einen Sieg, aber das muss auch mal sein, denn da kann man nichts dran ändern. Und dementsprechend geht natürlich auch die Siegeswahrscheinlichkeit nach unten mit 28,55%. Und von daher wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei den unglaublichen, tödlichen Fails. So, mal sehen, langsam ist aber jetzt auch gut, oder? Jetzt ist es wahrscheinlich hier nochmal. Dann nehme ich mir natürlich lieber den hier. Im Zweifelsfall werde ich dann noch von hinten, das habe ich gerade noch gehört, bedient. What? Angelfaggot. Ich bin einfach kein Angelfaggot. Na, ich bin tot jetzt. Sollte ich zumindest sein. Ja, ich bin taub. Dort. Gut. So, da geht's natürlich direkt weiter. Und dann ist direkt wieder ein Ball da. Das ist natürlich unmöglich. So. Und wieder tot. Tatsächlich. Gut, dann bin ich schon wieder tot. Toll. Toll. Läuft mir wieder hinterher. GG. Schreibt mir immer GG. Da war doch noch einer. Wollte gerade sagen. Mann, ey!